live aus der Schaumwein-Arena in Düsseldorf. Die beiden unehrlichen Söhne von Harald Schmidt. Zeitgeist, Zeitgeist, Zeitgeist! Und wunderlich, oh yeah. Hallihallo, Hallöchen, willkommen zurück zu eurer Lieblingssendung Zeitgeist und Wunderlich, dem Late-Night-Podcast der Herzen, dem geilsten Late-Night-Podcast, der geilen Late-Night-Podcast, ja, wirklich größer als das Internet. Hier sind sie, Janni und Maxi. Hallo, Janni. Hallo, hallo, hallo. Ja, wir sind zurück mit unserem Erfolgsformat. Es ist ja auch ein Exportschlager geworden. Tatsächlich. In China, in Russland, in Usbekistan, in Nordkorea. Da beneidet man uns um diesen Podcast. Und ja, wir sind froh, dass wir hier wieder an dieser Stelle für euch senden dürfen. Und die Frage ist ja, Maxi, ne, wir haben ja eigentlich erst vor gefühlt 2-3 Tagen miteinander gesprochen. Ja. Ne? Da warst du ja noch, sag ich mal, mit so einem halben Strich positiv, würde ich denken. Mhm. Du warst schon wieder irgendwie mit einem Fuß draußen, also eine Pimmelspitze war schon wieder raus aus der Negativität. Wie sieht's jetzt aus? Bist du fit? Also ich bin fit. Also ich fühle mich gut. Ich habe ein kleines bisschen das Näschen, was noch manchmal so... Weißt du, die Endsniffels habe ich noch, ja. Aber sonst geht es mir wunderbar, hervorragend. Könnte mir nicht besser gehen, bin glücklich und zufrieden. Es ist ja heute Freitag hier, zwischen den Feiertagen. Der Donnerstag, der Feiertag, war Herrentag. Jan, da haben wir beide... Ja, da ist ja natürlich die Frage, ne? Ich meine, du hättest ja tatsächlich qua deines Amtes losziehen dürfen, ja, um hier und da mit dem Bollerwagen Rabatz zu machen und einzukehren. Ja, da ist ja natürlich die Frage, hast du von diesem Recht Gebrauch gemacht? Klar, ich habe mir 6 Flaschen Jägermeister gekauft. Ja. Und dann bin ich mit dem Bollerwagen hier durch den Ort. Und, aber du allein, ne? Naja. Ja, und habe hier wirklich, ich bin auch gar nicht so weit gekommen, also ich lag so 2 Häuser weiter, bin ich dann heute Morgen wach geworden, im Garten, Hose fehlte, ja, ja. Mehrere Brandflecken auf dem Rasen. Shirt oder Asphalt? Rasen. Ja, mhm. Den Bollerwagen umgekippt, angezündet, 5,5 Flaschen Jägermeister waren noch da. Okay. Naja, aber das klingt doch wirklich nach einem sehr guten Feiertag für dich. Ne? Also du hast den Vatertag in vollen Zügen zelebriert. Ja, wir nennen es ja Herrentag. Wir sind ja very inclusive. Also Okay. Sagen wir Herrentag. Ja. Was hast du denn auch was gemacht? Warst du? Aber Herrentag ist, ach so, weil dann muss man nicht Vater sein. Genau. Heißt in dem Fall, ich hätte jetzt auch den Herrentag so richtig zelebrieren dürfen. Ja, so mit deinem Kegelclub meiner Malle oder sowas. Ja, da kommen wir gleich noch dazu. Ja, ich war gestern Abend nur essen mit Freunden, unter anderem mit unserem lieben Freund Lukas Lehner, hier auch schon im Podcast gewesen, ne? Die Älteren werden sich noch erinnern. Und wo geht man heutzutage hin? Wo geht das hippe junge Gemüse heutzutage so hin? Natürlich, große Empfehlung, hier in Düsseldorf griechisch essen bei Taverna El Leon. Taverna El Leon, ja. Okay. Das da wurde ja unerwartet. Nochmal? Das kam jetzt unerwartet. Das kam unerwartet, aber es ist sehr lecker, ja. Große Empfehlung. Ach, ne? Und Gyros. Ja, das war ganz lustig. Ich war kürzlich auch mit einem Kollegen da und er ist Grieche. Und hat dann da auch die ganze Zeit auf Griechisch bestellt. Und dann war dann auch ein Kollege da. Die Besitzer keine Griechen. Ja, genau so war's. Also er die ganze Zeit den einen da auf Griechisch zugetextet. Und er sagte dann irgendwann nur so, klingt super, aber ich bin Albaner. Ja, das fand ich schwer witzig. Ja. Jedenfalls, wir waren dann gestern noch ganz kurz hier in der Düsseldorfer Altstadt ein Bier trinken. Und jetzt war es natürlich so, wir hatten ja einen dermaßenen Rückstand auf all diese Herren, wie du sagen würdest, die jetzt den ganzen Tag da schon umhergezogen waren. Es war nicht auszuhalten. Ne? Also ich war kurz Geld holen. Es war so eine männliche, vor Testosteron strotzende Stimmung in der Stadt. Also ich habe wirklich rein beim Rumlaufen Angst bekommen. Ja. Und dann haben wir auch nach einem Bier gesagt, komm schnell weg hier. Also da schlugen die Hoden unten aus der Buchse raus, ne? So. Ja, genau so war's. Und da haben wir es wirklich. Warst du schon mal in so einem Tierpark,
zur Brunftzeit von Elch, überhaupt Dammwild, sagen wir mal so. Da wird leider nein. Und so, und da wird so rumgerührt und rumgebölkt und es riecht auch sehr streng, würde ich sagen, ja. Streng männlich. Moschusartig. Ja, und so kam es mir da auch, also so kann ich mir das vorstellen, dass da auch viel gerührt wurde. Ja. Wurde sich auch irgendwie in den Köpfen, so mit den Köpfen aneinander, um zu zeigen, wer ist hier noch. Also tatsächlich, also folgendes Szenario, ich bin so auf der Ratinger Straße, die Leute, die hier in Düsseldorf schon mal waren, können relaten, so lang gelaufen und da gab es auch so ein Pub, so auf der linken Seite und da waren so ein paar Leute, die eben davor standen und da waren so zwei Typen und die haben sich dann einfach, also die haben sich quasi geprügelt, das war so ein bisschen so, Krav Maga oder so. Also ja. Habe ich jetzt mal aus der Ferne, was ich unter Krav Maga verstehe. Und dann dachte ich erst, heieiei, soll ich jetzt hier von meinem Bürgerrecht Gebrauch machen und kurz der Polizei, die ja direkt ihre Wache daneben hat, einmal kurz Bescheid sagen. Hey, und dann merkte ich... Citizens arrest, du verhaftest sie direkt. Genau, gut, dass ich immer meine Bodycam anhab. Jedenfalls, habe ich dann aber festgestellt, nee, das war nur Spaß. Also weißt du, die haben sich dann auch so schön in den Nacken gehauen und umarmt. Und dann habe ich gemerkt, nee, es war nur Spaß. Also das war gestern so die Stimmung. Man hat sich aus Spaß einmal so richtig vermöbelt und den Kopf auf den Asphalt geschlagen, um dann zu sagen, war Spaß, komm, jetzt gehen wir ein Bier trinken. Hm? Ja, ist scheinbar angesagt. Du erinnerst dich irgendwie in einer der letzten Folgen Baywatch Berlin ging es auch darum, dass es irgendwie, dass jetzt auf Partys gerungen wird. Ja, das ist so einer der Trends, den man wirklich überhaupt nicht hat kommen sehen. Hm? Nee, so ein bisschen. Aber in Berlin wird gerungen, während in Düsseldorf entweder schon oder noch wirklich, ja, irgendwas zwischen Faustkampf und Kickboxing betrieben wird. Ja, wirklich, da werden Schellen verteilt. Ja, Berlin ist die runtergedampfte Variante. Hier werden wirklich Schellen verteilt noch. Aber Max, jetzt wo wir quasi schon hier im Miteinander langsam aber sicher ins Animalische kommen, lass uns doch rübergehen in die politische Woche, denn da haben wir auch was mit dabei. Ja, sehr schön. Meine Damen und Herren, Ihre Republik ist nicht unsere, denn dumm bin ich nicht. Ich sage die Wahrheit. Herr Möllermann, Sie müssen ja schon wieder gut abgefüllt sein. Die politische Woche. Ja, und da sind wir. Und das haben wir in der letzten Folge noch nicht wirklich ausführlich besprochen, denn... Jetzt, wo sich Corona langsam aber sicher in die wohlverdiente Sommerpause verabschiedet, ja, steht ja die nächste oder zumindest der nächste Virus vor der Tür. Ja. Und da stelle ich doch direkt die Frage, Max, Affenpocken, Covadis, kennst du schon erste Fälle oder hast du schon dir sozusagen das nötige Wissen angeeignet, um jetzt den nächsten Affenpocken-Podcast zu starten? Ja, die Frage ist, wer ist der große Affenpocken-Experte? Ja, auch Karl Lauterbach? Ich würde sagen, im Zweifelsfall ja. Im Zweifelsfall ja. Ja, ich habe gestern, heute Morgen nach meinem Ausflug am Herrentag, habe ich in den Spiegel geguckt und habe so rote Pocken an meinem Hintern gesehen und hat gedacht, ja, hatte ich mich nur in die Brennnesseln gesetzt oder sind es schon Affenpocken? Ich weiß nicht, da hatte ich gefragt, hatte ich Kontakt mit einem Affen? Und dann habe ich gesagt, naja, in letzter Zeit relativ viel Kontakt mit vielen Affen, aber der humanoiden Art. Ja, so. weiß nicht, wie kriegt man, erklär mich mal auf, wie kriege ich es denn überhaupt? Also wenn ich komme an Affen ran, muss ich irgendwie, ich dachte vom Beischlafen mit Affen kriege ich AIDS. Ist auch korrekt. Aber da gibt es eben noch mehr zu holen, unter anderem eben die Affenpocken. Also es ist wirklich eine Übertragung von Affe zu Mensch. Ne? Und das ist jetzt wieder ein neues Wort, was ich gelernt habe. Der Affe ist aber nur ein sogenannter Fehlwirt. Ja, ja, also das hat sich jetzt auch nur... Genau, es hat sich auch nur irgendwann mal auf den Affen verirrt. Das Ganze kommt natürlich wieder von irgendwelchen Nagetieren. Klar, die sind ja eigentlich immer an allem schuld. Ja. Deswegen hasse ich Nagetiere auch so sehr. Ich habe ja eine ganze Vielzahl. Ja, ich habe ja hier eine Vielzahl an Ratten auch zu Hause. Mhm. Einige freiwillig, andere haben sich dann einfach so eingefunden. More the merrier. Ja, aber genau, es findet scheinbar eine Übertragung von Affe zu Mensch statt, aber es kann eben auch jetzt eine Übertragung stattfinden. Zwischen Menschen. Aber das muss aber schon sind sehr. Affenpocken oder sind es dann eher schon so Menschenpocken?
Ist einfach, ja, ich habe mir direkt an meine Zeit so zwischen. Wenn der Affe ja, also das ist auch ein bisschen unfair, ne? Wenn der Affe Fehlwirt ist, sozusagen, ja. Dann hat er das zwar irgendwie aufgenommen, ja, das ist so ein bisschen so, als wärst du jetzt irgendwie der Typ, der irgendwie 50 Gramm Kokain im Hintern schmuggelt, ja. Und du wirst aber gleich als der nächste Pablo Escobar bezeichnet. Du bist ja nur das Transportvehikel. Sozusagen, jetzt ist der Affe schuld dran, weil er irgendwie auf einmal was von, weiß nicht, der hatte halt Geschlechtsverkehr mit einem Meerschweinchen, ja, hat sich das da eingefangen irgendwie und der hatte dann Geschlechtsverkehr mit einem Menschen und hat das einfach. Wobei ich auch irgendwie unsicher bin, ob die jetzt direkt Geschlechtsverkehr miteinander haben mussten für die Übertragung. Ja, also einfach nur ein bisschen wild auf einer Party rumgeknutscht, irgendwo im Urwald, man weiß es nicht, aber das haben wir schon was Sexuelles. So ein Scheiß kriegst du immer nur bei so sexuellem Scheiß kriegst du das immer noch. Also zwischen Menschen scheinbar auf jeden Fall. Ne? Also es heißt wohl sehr enger Kontakt, in der Regel Sex. Und jetzt ist es natürlich, ich stelle mir jetzt auch vor allem das Szenario vor, wenn du jetzt irgendwie Affenpocken bekommst, ja, deine Partnerin und dein Partner nicht. Und dann aus der Nummer rauszukommen, ne? Also zu sagen, nee, also hat jetzt irgendwie hier keinen Fremdgehen stattgefunden, ich habe mich wohl nur zu lange mit einer Person sehr nah aufgehalten. Also argumentativ würde ich sagen, dünnes Eis, oder? Ja, kommt drauf an, ne? Also wie du da so unterwegs bist, wenn du jetzt sagst, irgendwie, ich weiß nicht, was bin ich von Beruf? Zahnarzt. Ja, okay. Dann natürlich verständlich, ne? Ja. Sieht auf jeden Fall ziemlich ekelhaft aus, Affenpocken. Muss man auch. Ja, ich habe natürlich zuallererst daran gedacht, an meine Zeit so irgendwie zwischen 14 und 18, ne? Mhm. Da hatte ich nämlich oftmals das Gefühl, Helge Schneider hat das mal genannt, Aktentaschenakne. Mhm. Ja. Und ob jetzt Aktentaschenakne ungefähr vergleichbar ist mit Affenpocken. Ja, jetzt stell dir vor, weil jetzt, oder sind wir einfach nur irritiert? Also es gibt auch, also aber die Frage, die ich mir ja noch gestellt habe, ist, woher kommt es denn auf einmal? Es hat ja wohl sonst immer Fälle gegeben, in Afrika auch schon, ja, also so vereinzelte Fälle. Es hat wohl auch mal vereinzelte Fälle in Europa gegeben, aber das heißt dann wirklich so im Sinne von in 5 Jahren 2 Fälle. Und jetzt kommt es halt gehäuft vor. Und warum ist das so? Ja, aber wissen wir das? Ist es denn wirklich? Du, ich kann es dir nicht sagen, aber auf jeden Fall ja mehr als 10. Ja, das will ich jetzt einfach mal sagen. Ja, weiß nicht, wir sind jetzt gerade schwer sensibilisiert wahrscheinlich. Das ist vielleicht schon mal so das Erste. Wir sind gerade schwer sensibilisiert. Ja. Also wir haben in Deutschland, jetzt mal ganz kurz, 12 bestätigte Fälle und einen Verdachtsfall. Okay. Aber so ging es ja mit Corona auch halt los. Ne? Da hat man ja, also ja. In dem Stadium hat man schon eher noch drüber gelacht, glaube ich. Ja. Ja, mit dem Unterschied. Ja. Dass man halt schon wusste, dass in China ganze Städte halt einfach lahmgelegt wurden. So, das wollte ich nämlich sagen. Also jetzt hast du halt dann, genau, das ist halt so ein bisschen das Ding. Jetzt hast du halt dann einfach, genau, in China hattest du dann halt schon Wuhan, wo dann schon irgendwelche Roboter die Menschen irgendwie angebölkt haben und die in ihren scheiß Buden bleiben sollen. Und dann wirklich, genau, Quarantäne und so weiter. Das haben wir ja jetzt nicht. Richtig. Also du hast halt irgendwie, da, es gibt die von der Morgenpost eine Affenpockenkarte. Die habe ich ja auch gerade offen. Und ja. Es ist ganz spannend, dass auch hier wieder England und Spanien relativ weit vorne sind. Können die Griffel nicht beieinander lassen. Ja, weit vorne auch mit. Ich könnte es mir aber einfach so vorstellen, dass einfach wieder sehr viele Engländer in Spanien im Urlaub waren. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, und dann hast du halt irgendwie. Ja, das ist irgendwie eine Krankheit, die ja verbreitet ist, erstmal in Westafrika, ne? Mhm. Oder? Ja, so habe ich es verstanden. So, und es gibt ja jetzt auch regional Krankheiten. Ob die jetzt alle immer zu einer globalen Pandemie werden, weiß ich nicht. Also du sagst so, Chance auf globale Pandemie eher so 2 von 10.
kann ich nicht sagen. Ich will jetzt auch lieber nicht am 27.05. so eine Aussage treffen. Wir sitzen im Herbst irgendwie und dann holst du auf einmal raus so, kannst du dich noch erinnern, was du da am 27.05.2022 gesagt hast? Weil ja, aber so genau so ging es. Unsere schimpansischen Overlords dann irgendwie im März 2023 schon gerade die Kontrolle übernommen haben und da hast so, naja, da guckst du doof, ne? Deswegen. Genauso wie es ja bei Corona auch war, ne? Also ich erinnere mich noch, ich habe da so im Januar, Februar 2020 aus meiner Sicht schwer witzige Insta-Stories zu dem Thema gemacht. Ja. Sehr schlecht gealtert, muss man im Nachgang sagen. Sehr schlecht gealtert. Ja. Ja. So, also von daher, wie gesagt, ich weiß nicht, ob jetzt jede Krankheit so hochgejatzt wird zur globalen Pandemie. Meinst du, es gibt auch eine gewisse Pandemie-Sehnsucht? Jetzt, wo wir uns vielleicht so sehr an Corona gewöhnt hatten und das Leben damit. Ich glaube, was gut ist, also ist erstmal die Tatsache, dass vielleicht irgendwie für Krankheiten und so weiter und die Weltgesundheitsorganisation, die vielleicht sagt, so, es geht halt um folgende Sachen und da sollte man darauf achten, dass es da eine gewisse Sensibilität gibt. Das ist jetzt vielleicht nicht grundverkehrt, ja? Mhm. So, dass man einen bestimmten Blick auf Dinge hat. Aber so im globalen Kontext, ja, also. Es gibt, ja, ich hatte vor allem das Gefühl, es gibt durchaus auch so ein paar Leute, die auch hierzulande schon eine gewisse Corona-Pandemie-Sehnsucht haben. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ich kann ja durchaus verstehen, wenn man vorsichtiger ist, ja, auch vorsichtiger, als wir es jetzt vielleicht zuletzt waren. Aber wenn man es halt immer noch so krass übertreibt, ja, pretending it's still March 2020, ne? Weißt du, wie ich meine? Gar kein Treffen, alle Kontakte einschränken, ja, immer nur sich, wenn überhaupt treffen, dann draußen. Gibt's ja auch, ne? Gibt's immer noch, ja, ja. Und da habe ich dann mir wirklich die Frage gestellt, ob das wirklich so eine Art kleine Pandemie-Sehnsucht ist. Also, ich frag dich jetzt mal was. Ja, frag mich mal was. Corona, ja, globale Pandemie. Und wie gesagt, ich will das auch alles nicht verharmlosen und so weiter und so fort. Aber wie viele was denkst du in diesem Jahr, wir sind jetzt im Mai, wie viele Tote gab es alleine in diesem Jahr? Corona-Tote, oder was? Insgesamt Tote. Insgesamt Tote, weltweit. Mhm, in diesem Jahr. Wir haben jetzt den 27. Mai. Weltweit. Wow, das ist halt irgendwie eine, keine Ahnung, 120 Millionen? Das ist ein bisschen übertrieben, weil 60 Millionen? Das ist immer noch ein bisschen viel. Also 30 Millionen? 23 Millionen Menschen. Okay. 23 Millionen. Die halt natürlicherweise einfach sterben, ja. So, die natürlicherweise einfach sterben. Ja. So, Corona-Tote über die 2 Jahre gab es jetzt 6 Millionen. Es ist immer an Corona verstorben, ne? Naja, das sind natürlich immer noch sehr viele Leute, ne? Und ich meine, das sind viele Leute, aber das sind im Verhältnis, also es gibt halt andere Krankheiten, da sind mehr Leute dran gestorben, sagen wir mal so. Auch wenn das jetzt irgendwie eine globale Pandemie ist und so weiter. Ja. Wie gesagt, da sterben natürlich viele Menschen dran. Aber im globalen Kontext, wenn du dir das dann halt anguckst, was die Weltbevölkerung, also wie viele Menschen es halt gibt, wie viele Menschen dann Corona hatten und wie viele Menschen in Summe so in so einem Jahr sterben. Es ist halt irgendwie auch müßig zu sagen, wie viele mehr es hätten sein können, ne? Und wenn man gewisse Einschränkungen halt nicht vorgenommen hätte, plus vielleicht wie viele Menschen mehr gestorben wären an anderen Krankheiten, weil sie nicht hätten behandelt werden können, ne? Also deswegen, das ist schon immer schwierig zu sagen und ich würde das jetzt auch gar nicht mehr verharmlosen wollen, aber ich finde, es hat ja mittlerweile ein Stadium erreicht, wo du dich in vielen Lebensbereichen halt wieder frei bewegen kannst, ja. Und es gibt halt Menschen, die immer noch genauso leben halt wie in diesem März 2020 oder halt als wir den zweiten Lockdown hatten. Und das finde ich halt ehrlich gesagt so ein kleines bisschen übertrieben, beziehungsweise frage ich mich halt, wann wollt ihr denn irgendwann mal wieder in so eine Art von Normalität zurückkehren? Das ist halt der Punkt. Ja, das ist schwierig für Leute. Das ist schwierig für Leute, wie gesagt, so. Das,
bei diesem ganzen Thema, ja, richtig. So, das war alles richtig, dass man sich irgendwie geschützt hat, um das irgendwie nicht noch alles schlimmer zu machen. Am Ende muss man auch sagen, es gibt dann halt in Summe immer sehr viele schlimme Dinge, die passieren. Es ist vielleicht ganz gut, dass es jetzt so eine gewisse Sensibilisierung gibt. Wenn Leute sich jetzt einschließen wollen und so, sollen sie es machen, ist mir auch recht. Kein Verlust. Richtig, vielleicht haben die Leute das davor auch schon gemacht, hatten dann aber andere Argumente, ja. Und jetzt ist es halt vielleicht hier in dem Fall ein dankbares. Wir wissen es nicht. Als Spacken bist. Richtig, socially awkward. Wir bleiben den. Das ist vielleicht auch schwierig, wieder so die also weißt du, also das finde ich, hat man ja gesehen. Das ist jetzt nochmal so eine philosophische Betrachtung da drauf, dass man ja festgestellt hat, dass ganz viel. Und das hat man jetzt an Corona festgestellt und das sieht man jetzt vielleicht auch mit Putins Krieg gegen die Ukraine, dass viele Dinge, die wir für selbstverständlich und sehr robust und weil immer schon so gewesen, für sehr normal halten, dass das doch sehr viel fragiler ist, als man denkt. Also das ist bei Personen so, dass also im Gefestigtsein einer Person, so wie im Gefestigtsein einer Gesellschaft, wie im Gefestigtsein eines politischen Systems ist. Was man erstmal, weil man es irgendwie kennt, für total stabil und robust hält, weil man es nicht anders kennt. Und auf einmal, also das ist dann bei vielleicht dem einen oder anderen Freund, der einen oder anderen Freundin, wo man sich gedacht hat, so, okay, Corona, was ist jetzt los? Die auf einmal so sich verhalten haben, wo du gedacht hast, das ist aber jetzt komisch, wo du auf einmal bei bestimmten Bevölkerungsgruppen oder Gemeinschaften, ja, Querdenken und so, wo du denkst so, okay, was ist jetzt los? Oder eben auch bei Staaten und politischen Systemen. Wie fragil die Sachen doch mehr sind und das ist vielleicht so, was ich daraus mitnehme, jetzt zu sagen, so, also ich habe einfach, unsere Welt ist aus Porzellan und der Mensch auch. Und das ist halt ganz schnell, alles ganz schnell zu zerstören oder Macken reinzuhauen und dann ist es eben für viele, vielleicht dann auf einmal sind die so in Scherben zerfallen, dass es für die gerade ganz schwer ist, wieder in ihren Habitus zu kommen, in ihre Gewohnheit reinzukommen, weißt du? Ja, ein interessanter Punkt. Vielleicht aber auch, weil man, zumindest so in unserer Generation, dieses Thema halt nie so hatte. Ja, also die letzten 20 Jahre hattest du halt keinen Grund, zu denken, dass alles nur aus Porzellan ist. Ja, es war nicht aus Porzellan, sondern aus Kruppstahl. Und jetzt hast du halt einerseits durch Corona, andererseits jetzt durch diesen Krieg mitten in Europa, merkst du auf einmal, es ist halt nicht alles so, ne? Es ist nicht alles so taken for granted. Ja, und auf einmal, ist es eben ganz schwierig. Kennst du diesen Typ, also gibt doch dieses, is it real or is it a cake? kennst du diese Videos, wo du etwas siehst, weiß ich, ein Telefon, und dann geht einer mit dem Messer da dran und schneidet dann da rein und du weißt halt vorher nicht, ob es ein Eck ist oder ein Kuchen. Das ist ungefähr die dümmste Frage auch. Is it a cake? Wie heißt es? Is it a cake or is it a telephone? Nee, is it real or is it a cake? Okay. Es muss nicht nur ein Telefon sein, es gibt das auch mit ganz vielen anderen Sachen. Zum Beispiel auch einem Hotdog. Ja, ist es halt ein Hotdog oder ein Kuchen? Und dann schneiden die halt immer so da rein. Und so ein bisschen kommt mir unsere Welt auch, also alles ist genau, so muss man vielleicht die Welt betrachten. Ganz viel, wo du denkst, so ja, ist irgendwie solide und fest gebaut. Und dann schneidest du rein und stellst fest, nee, war doch nur ein Sponge Cake. Weißt du, war doch nur Kuchen und ist ganz einfach, bringt das Ding ja auseinander. Ja, da kommt einmal Regen drauf, ja, dann schmilzt dir der Zuckerguss, die Glasur und das ganze Ding geht den Bach runter. So ist vielleicht, also und es ist vielleicht doch in unserer Welt viel mehr Kuchen, als dass es halt das Echtes ist. Ja, ja, richtig. Also diese Welt ist auf Kuchen gebaut. Aus. Aber apropos, ja, vielleicht kriegen wir so die Kurve und zwar zum nächsten Thema. Es geht auch im weitesten Sinne, nicht nur im weitesten Sinne, es geht um Kulinarik, ja. Jetzt scheint auch der Krieg hier beim deutschen Endverbraucher, beim deutschen Biertrinker anzukommen, denn ich glaube, der Chef war es, der Erdinger Brauerei, hat gesagt, was jetzt bevorsteht, ist eine sogenannte Weißbier-Triage. Und das ist die Frage, was meint er damit? Und zwar, ja, wir müssen uns entscheiden, wollen wir jetzt das Weißbier retten oder vielleicht Menschen umbringen?
Scheinbar. Also, ja. ich weiß auch nicht so genau. Altenheim ab, wir müssen das Weißbier retten. Ich frage mich auch, weil wenn ich es richtig verstanden habe, während Corona, dann war doch immer diese Triage-Situation ja, so. Ich wollte gerade sagen, Wortwahl vielleicht nicht ideal gewählt, weil das war ja gerade eine große Debatte, die jetzt auch dann der das Bundesverfassungsgericht ja jetzt mehr oder weniger auf die Agenda gebracht hat, dass es da eine Regelung geben soll zur Triage. Aber dann wirklich zur medizinischen Triage. Ja, ja. Nicht zur Weißbier-Triage. Nicht zur Weißbier. Ja, ja, und das wurde jetzt ja angeschlossen. Und das ist ja okay. Ein sehr heikles Thema, wo es darum geht, eben in einer Notsituation, wer wird jetzt medizinisch versorgt? Ja, in einer, die Entscheidung eben zu treffen, dieser Mensch stirbt jetzt und diesen Menschen behandle ich. Das ist ja dann im Grunde, wo es in dieser Triage drum geht. Und ist jetzt vielleicht auch so ein Ding. Hat die gleiche Gravität und ich finde auch die gleiche Bedeutung. Und deswegen kann man da ruhig auch mal diese Wortwahl da wählen von Herrn Erdinger höchstpersönlich. Der sagt, also es kommt jetzt eine Weißbier-Triage, da wird entschieden, wer kriegt noch was. Es war übrigens der Vertriebschef. Ja, Vertriebschef. Also, ja. Josef Westermeier. Nicht zu verwechseln mit Philipp Westermeier. Ja. Und ich finde das auch so geil, weil wenn man sich jetzt vielleicht so, ich nehme mal an, es wird ein moderner Vertriebschef sein bei Erlinger, aber wenn man sich jetzt vielleicht so von der ganz alten Schule, der hat sich dann vielleicht gedacht, so Triage, habe ich öfter schon mal gehört, das Wort, das ist irgendwie, das gibt Aufmerksamkeit, ja, das gibt auch eine gewisse Bedeutsamkeit, das haue ich hier jetzt mal rein, vor allem wenn man wirklich dieses Bild hier durch. Aber vor allem, wo hat es denn erzählt? In der Lebensmittelzeitung oder wo war es? Nee, ich glaube im Interview mit T-Online. Und da habe ich dann jetzt nur gedacht, okay, wenn du jetzt wirklich das mal durchkonjugierst, du hast auf der einen Seite diese medizinische Triage, wo es wirklich darum geht, welchen Patienten versorge ich und welcher muss im Zweifelsfall sterben. Und da ist es dann, welcher Biertrinker bekommt Bier und wer im Zweifelsfall nicht. Und ich finde, das könnte man doch jetzt so, also das könnte man doch jetzt gut kombinieren. Also man könnte ja jetzt direkt da hinten dran hängen und sagen so, wer bei der Triage nicht behandelt wird, der hat dann aber Vorrang beim Weißbier. Ja. Oder man darf sie sich von Anfang an aussuchen. Ja, wollen Sie lieber ihre Krankheit behandeln lassen oder wollen Sie lieber Weißbier trinken? Ja, da könnte man auch viele Probleme mit lösen. Also ich wahrscheinlich sagen, es gibt viele Leute, die eine eindeutige Meinung dazu hatten. Und ja. Es kommt wahrscheinlich auch stark darauf an, wo und wann fragst du danach. Ja, weil stell dir vor, direkt unmittelbar vor so einem Oktoberfest-Festzelt würdest du jetzt ja, diese Frage stellen. Oder doch lieber jetzt irgendwie Weißwurst. Weißbier. Ja, also, ja scheiß auf die Chemo. Lieber hier nochmal eine Woche Vollgas beim Ammer. Ja, wahrscheinlich. Ja, das hat sich mal eh erledigt. Ab geht's da wird ins Käferzelt gekrochen. Ja, aber frag nicht nach Sonnenschein. Ja, wirklich. Einmal auf dem Festwiesen sterben. Ja, jetzt. Ja, so viel dazu. Aber ich glaube, ganz ursprünglich ging es einfach jetzt nur um die Frage, weil Bierbrauen scheinbar ein sehr energieressourceneffizientes Geschäft ist. Also nicht effizient, sondern man braucht einfach sehr viel Energie. Ja. Ja. Und man braucht vor allem scheinbar auch sehr viel Gas, ja. Und Gas ist ja jetzt gerade ja, ein großes aber, Thema. Jede Industrie in Deutschland arbeitet halt auf Gas und gefühlt jede produzierende Industrie ist halt sehr energieintensiv. Also das ist jetzt auch irgendwie nichts, was die Bierindustrie so exklusiv für sich verpachten kann. Ja, aber da wird jetzt scheinbar mal ein Warnschuss gesetzt und es hieß dann auch, es könnte dann sein, dass jeder Kasten Bier 3-4 Euro teurer wird. Und da ist halt die Frage, macht da der Verbraucher noch mit? Und oder anders gesagt? Brauchen wir jetzt, also auch da, du kannst jetzt aussuchen demnächst, 9-Euro-Ticket oder die 9-Euro-Kiste Bier. Das fände ich toll, wenn die Bundesregierung vielleicht da auch mal anknüpfen könnte. Ja. In Kooperation mit Oettinger. Den Spritpreis senken durch die Bank. Ja, auch den Sprit, den ich mir in meinen Körper kippe, ja, damit der rund läuft. Aber by the way, hast du dir eigentlich schon dein 9-Euro-Ticket gesichert? Nein. Noch nicht. Kommt das noch? Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Eher nein. Ich habe ja Großes vor. Ich würde ja gerne wirklich einmal von ganz im Norden, ne, da war ich ja dieses Jahr schon, du weißt es, Sylt, ja. Bis runter ganz in den Süden. Was ist eigentlich so südlichster Punkt? Also Garmisch ist schon...
Garmisch ist schon sehr südlich. Ist Boden schon sehr südlich. Also ich würde eigentlich sagen, das ist wahrscheinlich der südlichste Punkt. Ich war schon dieses Jahr einmal ganz im Norden und einmal ganz im Süden Deutschlands. Und da einmal mit dem Regional. Eckenstein 147. Zwischen Tirol, Vorarlberg und Bayern. Das ist der südlichste Punkt. Punkt Deutschlands. Okay, und schau doch mal, wenn du jetzt eh schon Google Maps oder so offen hast, schau doch mal, wenn man da jetzt nach Sylt hochfahren würde. Sylt ist aber nicht der nördlichste Punkt. Du willst ist ja nicht Sylt der nördlichste Punkt. Ich dachte immer. Oder ist das so? List. Ja, List auf Sylt, oder? Ja. Da war ich doch, mein Lieber. Na klar, wenn du jetzt nach List auf Sylt fahren würdest, wie lange wäre man da mit dem Regionalexpress unterwegs? Hier, das der Lister Ellbogen, da war doch unser lieber Freund Jan, was ich bin, dieses Jahr schon. Okay, das kann ich dir sagen. Also das dauert erstmal mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das geht schon mal gar nicht. Das geht nicht. Nicht. Aber ich weiß, da fährt aus dem Lister Ellbogen fährt ja ein Bus, der aber nur alle 2 Stunden fährt, warum ich getrampt bin. Das ist sowieso peinlich. Trampen ist peinlich. Trampen ist peinlich und aus. So, nein. Also jeder Trampen, sagt, okay. Trampen ist in und cool. Nee, ja, da haben wir eine große Meinungsverschiedenheit. Witzigerweise, soll ich dir was sagen? Sag's. Bei mir vor der Haustür fährt ein Bus, also so, sag ich mal, so 20 Meter entfernt. Und ja. Tatsächlich ist es dazu gekommen diese Woche. Ich bin mit dem Auto da vorbeigefahren und da hat wirklich jemand auch den Arm rausgehalten und wollte per Anhalter mitgenommen werden. Und hast du nicht gemacht? Ja, weil ich ungefähr 30 Meter weiter gewohnt habe, ach so. Da hingefahren bin. Aber das wär, dann im Nachhinein habe ich ja gedacht, das wäre eigentlich ganz witzig. Ja. Ich kann dich ein Stück mitnehmen, fahr eh in die Richtung. Und dann wäre es so gewesen, dass ich den halt so 30 bis 40 Meter mitgenommen hätte und gesagt, hier musst du leider aussteigen, weil hier wohne ich schon. Und dann wäre das Döste für den gewesen. Das ist halt sehr inconvenient gewesen, weil er wieder hätte zurücklaufen müssen, einfach zur Bushaltestelle, weil er hätte jetzt nicht gesagt, komm, jetzt bin ich schon mal mit den Trampen gestartet, jetzt ziehe ich durch und mach ab hier weiter und verpasse dann womöglich den Bus. Ja, also das wäre auf jeden Fall, es wäre ein sogenannter Move gewesen. Also ich habe hier eine Verbindung gefunden. Ja, von List? Ja, nach Garmisch habe ich jetzt einfach mal gesucht. Ja. Die dauert 16 Stunden 34. Ach, herrlich. Jetzt muss man aber dazu sagen, dass der wesentliche Teil zwischen Hamburg-Dammtor und München Hauptbahnhof mit einem ICE bestritten wird. Nee, und das ginge ja nicht. Nee. Das ginge ja nicht. Ich kann, glaube ich, hier gerade nicht so ohne weiteres eingeben, dass ich nur mit dem Regionalverkehr fahren will, ne? Doch, kannst du eingeben. Geht auch. Auch bei Google. Da muss ich in die Deutsche Bahn-App. Das finden wir mal noch raus. Also hier, ich hab's. Also wenn du jetzt losfährst, das ist Möwenberg, List auf Sylt nach Garmisch-Partenkirchen. Das ist jetzt nicht ganz, aber das macht jetzt auch nicht mehr, wenn du da nochmal nach. Also da geht es wirklich um wenige hundert Meter eigentlich. Ja, da geht es um wenige hundert Meter und jetzt müssen wir, ja, ist schon ein bisschen mehr, aber das können wir ja dann noch regeln. Das ist ja dann, gucken wir mal. Also du kannst jetzt losfahren und jede Fahrt ist ungefähr mit dem öffentlichen Nahverkehr irgendwo zwischen 21 und 24 Stunden lang. Okay. So, es werden auch alle Arten angezeigt, also es wird schon gesagt, du musst relativ viel umsteigen. Ja. 8 Mal genauer gesagt. Also okay. Du fährst, wir nehmen jetzt mal morgen Mittag, fährst du um 12 Uhr los. Von List. Sonntagmittag, ne? Von List aus, dann bist du Sonntagmittag um 1 dann da. Ja. Also du fährst da in List los mit dem Bus 1 nach Westerland, ZUB. Ja. Da bin ich noch dabei. Mhm. Dann fährst du mit dem RE von Westerland nach Elmshorn. Mhm. Elmshorn. Elmshorn. Von Elmshorn dann nach Hamburg Hauptbahnhof. Ja. Dann von Hamburg Hauptbahnhof nach Hannover mit dem RE3. Ja, gut. Von Hannover nach Göttingen mit dem RE2. Mhm. In Göttingen musst du dann, was passiert denn da? Und wir laufen erstmal. Ah, nee, von Göttingen fährst du dann mit dem RE1 nach Gera. Ja. Da bist du dann um 0.03 Uhr von, dann hast aber du. Gera ist doch schon wirklich so, irgendwo, ist es Thüringen oder so? Ja, genau. Ja. Dann hast du da aber 5,5 Stunden Aufenthalt. Ja.
da kannst du ja ein bisschen Gera angucken. Also die 5 Stunden, die fallen jetzt auch in die 24 Stunden mit rein, ne? Ja, ja, die fallen mit rein. Das wird dann ein weiteres Kapitel dieser Erzählung, die 5 Stunden von Gera. Ja, es sind sogar 5:50. So, Gera, nach Hof fährst du dann? Hof kennt man, also jetzt sind wir wirklich mitten in Bayern schon. Ja, von Hof fährst du dann mit dem ALX RE2 nach München. Mhm. Von München fährst du dann mit dem RE6 weiter nach Garmisch-Partenkirchen. So, und jetzt sage ich dir eins, das ist für mich eine absolute Abenteuer-Fun-Tour, ne, die man da machen könnte. Vielleicht erstmal hoch, 1-2 Tage nach Sylt, sich dort akklimatisieren und dann diese Tour machen, 24 Stunden und währenddessen live davon berichten. Wäre das was für dich? Weniger, sag ich mal so. Ne? Okay, ich glaube, ich werde es einfach mal so machen und werde dann diesen... Überhaupt nicht das Richtige. Da sind wir, da bist du überhaupt noch nicht... Wir müssen, weißt du, wo wir schon mal hin... Eigentlich müssen wir noch mal weiter gucken, weil wir müssen eigentlich sagen... Ich habe übrigens gerade herausgefunden, Gera ist übrigens die Otto-Dix-Stadt. Das wussten auch die wenigsten, glaube ich. Ne? Ja, selbst die Leute, die in Gera wohnen. Ich glaube, auch Otto-Dix wusste nichts von seinem Glück. Ja, da hat er mal seinen Pimmel gezeigt, oder was? Nein, ich glaube, der ist da einfach geboren. Wegen Dix, weißt du? Ja, jetzt habe ich es verstanden. Kein Problem. Also, gerne, ich erkläre. Du findest jetzt noch heraus, was wirklich der südlichste Punkt ist. Ich habe hier noch eine andere tolle Verbindung für dich gefunden. Da reden wir aber schon über 12-mal umsteigen, weil Oberstdorf, du musst dann nach Oberstdorf und ab da weiß ich nicht mehr, ob. Also heißt, unten in Bayern wird es auf einmal kleinteilig dann, ne? Das könnte sein. Also du musst auf jeden Fall, ja, von Oberstdorf ab da musst du dich dann halt auch an den südlichsten Punkt Deutschlands, da bin ich mir nicht sicher, wie du da noch hinkommen sollst. Also da musst du wirklich auch. Da muss man laufen und vielleicht mit einer Draisine hin. Wir gucken mal. Ja, es könnte schon eher passieren. Aber heißt so, einen guten Tag muss man einplanen, um von A nach B zu kommen. Ja, guck mal, du musst dann anders auch fahren. Du musst dann über Bebra fahren, über Fulda, Hanau, Würzburg. Ganz andere Route. Reutlingen, Augsburg, Lohe und dann Oberstdorf. Also da, ja, in Bayern wird es kleinteilig. Also heißt eigentlich, in der Zeit, wo du normalerweise vielleicht auch locker nach Australien geflogen wärst, schafft man es dann mit dem 9-Euro-Ticket einmal von List oben, nördlichster Punkt, nach unten in den Süden. Wie heißt die Stadt nochmal? Oder der Ort? Oberstdorf. Ist es Oberstdorf? Ja. Das ist der südlichste Punkt. Nein, der südlichste Punkt, da gibt es keinen Namen für. An die Trifthütte. Wenn du noch ein Stück weiter als die Trifthütte fährst. Also ich bin ganz ehrlich. Da wird kein öffentlicher Nahverkehr mehr hin. Es ist sehr inconvenient, aber ich stelle mir diese Reise mehr als abenteuerlich vor. Und ich bin willens, dies zu tun und diesen Bericht, ja, dann auch an verschiedene deutsche Medienhäuser zu verkaufen. Ja, sehr gerne, da freuen wir uns. Gut. Für 9 Euro durch die Republik. Ich würde den Bericht dann auch entsprechend für 9 Euro verkaufen, ja, damit meine Fahrkosten raus sind. Fahrtkosten raus sind. Ja, aber Max. Du willst nicht mehr als 9 Euro einnehmen. Deswegen ist das, hast du dir so ein ausgetüftetes Modell dahinter überlegt. Das heißt also, wenn eine Person kauft, zahlt der für das Buch 9 Euro. Wenn jetzt zwei Leute das Buch, also wenn noch eine zweite Person kauft, dann gibt es eine Rückerstattung an Person 1 im Wert von 4,50 Euro. Und weißt du, so wie das dann. Ohne es zu merken, habe ich dann einfach so ein Schneeballsystem aufgebaut. Ja, aber das wird immer kleinteiliger. Also du kriegst immer wieder, kriegen dann Personen auch so Rückerstattungen. Wenn das dann schon 3 Leute kaufen, dann musst du das dann durch 3 teilen und dann gibt es ja schon wieder für Person 1 gibt es ja x Euro zurück. Für Version 2 und dann hast du also so ein ganz ausgetüfteltes Finanzprodukt dahinter gebaut, das ermöglicht. Ja, das klingt ein bisschen nach einer Mischung aus, ich weiß nicht, Cum-Ex und weiß ich nicht, Ponzi-Scheme. Ja. Ja, du machst aus dem Ponzi-Scheme den Ponzi-Scheme. Also in diesem Sinne würde ich sagen, Max, lass uns rübergehen. Das war ja jetzt politisch genug. Es geht für uns in die Panorama-Kategorie. No Drama. Panorama. What are you doing? Und da sind wir, mitten im Panorama-Teil. Hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich zu Hause. Und ja, da kann man auch fast schon sagen, 9-Euro-Ticket, ist es noch Politik oder ist es schon Panorama, ich weiß es nicht ganz genau. Aber Jan,
sag du uns, du hast uns tolle Themen mitgebracht. Was hast ja, du? Ja, zuallererst geht es jetzt quasi hier um eine wesentliche Frage für das anstehende Wochenende. Jetzt muss man sagen, wir nehmen heute am 27.05. freitags auf. Die Folge erscheint am Sonntag. Es ist fast schon ein Ruf aus der Vergangenheit, denn es geht jetzt hier um den anstehenden Samstagabend. Ne? Wenn ihr die Folge hört, gestern Abend war Champions League Finale. Der große FC Liverpool spielt gegen Real Madrid und Jürgen Klopp an der Seitenlinie. Wir drücken natürlich alle uns Kloppo die Daumen, nehme ich jetzt mal an. Die Frage ist allerdings, wo wird das Ganze zu sehen sein? Und obwohl man nicht denken würde, dass sie an der Frage die Gemüter erhitzen oder auch, dass es überhaupt eine ernsthafte Frage wäre, weil man könnte ja in die Programmzeitschrift schauen, hast du mir erzählt vorhin, Max, es ist scheinbar eine Frage, denn es ist höchst unklar, wo läuft das Ganze jetzt? Ja, genau, es ist nicht ganz klar. Es gibt scheinbar, ja, man weiß ja nicht so, es gibt aber scheinbar größere Debatten darüber, wo kann ich das Champions League Finale denn jetzt gucken? Und da ist sich keiner mehr richtig sicher. Selbst die UEFA ist sich nicht mehr sicher, wo kann ich denn jetzt dieses Champions League Finale gucken? Und die UEFA hat jetzt wahrscheinlich selbst angefangen, einfach so Screenshots aus der Prisma, weißt du, TV-Zeitschrift Prisma zu ja, twittern genau. Oder so. Wie wahr ist das noch? Wahrheitsgehalt, weiß nicht, 20%. War mir jetzt auch nicht so bewusst, weil scheinbar auf der, also selbst die UEFA sagt, es läuft auf DAZN und auf Amazon. Das ist scheinbar aber jetzt gar nicht so richtig wahr, denn scheinbar läuft es for free, ja, und ihr habt es hier zuerst gehört, ja, die einzigen, die wirklich... Ihr habt es hier zuerst gehört, nachdem ihr es gestern Abend schon geschaut habt. Ja, ja. Weil vielleicht habt ihr es nicht geschaut und dann hättet ihr besser mal unseren Podcast gehört. Das ist so, was auch nicht stimmt, aber... und es läuft tatsächlich im Öffentlich-Rechtlichen, es läuft auf ZDF. Ja, und da stellt sich doch für mich direkt die Anschlussfrage, ne? Welche Dinge sollten aus deiner Sicht... Das ist einfach ein Imageproblem, dass die jetzt selbst bei der UEFA nicht mehr auftauchen als der Partner, der streamt. Ja, das hatte einfach niemand mehr erwartet, weißt du? Also bei ZDF denkt man mittlerweile halt noch an Markus Lanz, ne? Man denkt noch an den Fernsehgarten, aber an Fußball-Live-Übertragungen abseits der Nationalmannschaft denkt man da eigentlich nicht mehr. Und nee. Selbst die lief ja zuletzt eher auf RTL. Deshalb vielleicht so ein bisschen die Frage, ne, wenn jetzt wirklich ZDF da so ein kleines Imageproblem hat mit Großübertragungen von Sportevents, welche anderen Sportevents sollten deiner Meinung nach noch unerwarteterweise auf ZDF laufen? Oder anders gefragt, womit würde man die Zuschauer ähnlich verwirren? Ich würde sagen, Super Bowl einfach mal bei ZDF. Ja. Aber auch ohne Ankündigung oder so. Einfach, das läuft dann einfach irgendwann auf einmal. Ja, aber auch moderiert dann von Andrea Kiewel, ne, Kiwi. Kenne ich nicht. Das ist doch die auch, dachte ich, den Fernsehgarten moderiert. Ach so, die, ja, sehr gut. Die. Und Florian Silbereisen. Und vielleicht nochmal Comeback beim ZDF dann Ingo Nomsen. Die beiden als Moderationsduo ja, moderieren den Super Bowl. Finde ja, ich cool. Geil, das wäre geil. Passend für die Zielgruppe, würde ich sagen. Das fände ich cool. Anderes Event wäre irgendwie, demnächst ist die WWE in Deutschland unterwegs, in München, glaube ich. Mhm. Und das wäre doch geil, wenn die dann einfach mal so übertragen. Was ist WWE? Ist das Wrestling? Ja. Ja. Okay. Und dann aber Monday Night Raw läuft dann einfach so auf ZDF. Hier gleich nach der Tagesschau. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von irgendwie Garage. Nicht Tagesschau, heute Magazin. Der kommt nee, erst heute. 20:15 Uhr. So am Dienstag, so erst das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Garagentoren, weiß nicht, schlag mich tot. Und danach, kommt dann direkt im Anschluss, kommen die Lottozahlen und dann geht es direkt mit Montagabend, Monday Night Raw, geht's los. Monday Night Raw. Und danach kommt aber auch noch Monster Trucks. Weißt ja, du? Ja. Geil. Das hätte man als großes Ereignis nicht unbedingt erwartet beim ZDF. Sonst fände ich auch noch gut, irgendwie so NASCAR-Rennen. Ja. Das finde ich gut. Oder auch dann so
So einfach so regionales Muay Thai-Boxen aus Thailand. In so einem Hühnerstall. Und da wird das dann auch schön so auf ZDF übertragen. Da hat man mal irgendwie in der Lizenzkiste gebuddelt und noch so ein paar Lizenzrechte sich gekauft. Er hat noch ein paar Sachen gefunden. Ja, das ist übrigens großartig, wenn man selbst dann mal auf so einer thailändischen Insel oder so unterwegs ist. Da ist es ja dann wirklich ein, wie du gesagt hast, lokales Großevent. Ne? Da fährt immer so ein Auto rum. Die haben dann auch so einen Lautsprecher oben drauf und dann wird allen nochmal gesagt, tonight, fighting, Muay Thai, Muay Thai. Ja. Und wenn das dann einfach so im ZDF-Hauptprogramm laufen würde, auch wirklich so Sonntagabend 20 Uhr 15, ja. Aus irgendeinem Hinterhof-Dungeon irgendwie auf so einer, auf Kupipi oder so. Ja, das wäre geil. Aber wer könnte das aus deiner Sicht moderieren? Weil im Zweifel der Typ, der sonst immer die Royal Weddings da macht. Entweder er hat den nötigen Anstrich, um da mal den einen oder anderen rassistischen Kommentar abzulassen. Ich würde sagen, er, aber dann im Moderationsgespann nochmal mit JBK, Johannes B. Kerner. Ja, auch gut. Ja, das wäre gut. Ne? Oder, wenn man so ein bisschen was Wildes will, Lanz und Precht. Naja. Geiler, es gibt auch in Russland dann diese, wo die dann so eine Schellen-WM machen, wo die sich gegenseitig so Ohrfeigen. Ja. Und das finde ich geil. Wenn das auch noch. Wenn diese Ohrfeigen-WM aus Russland kommentiert wird von Richard David Precht und Markus Lanz. Genau. Überhaupt könnte das ZDF ja dann so einen ganzen Blog machen, weißt du? So einen Kampfsport-Blog. Ja. Kampfsport aus aller Welt. Ja. Alles so Dinge, die man gar nicht hat kommen sehen und nicht erwartet hatte. Nee, das finde ich gut. Also das könnte man gut machen. Also sowieso, ich finde auch, also was ich auch großartig finden würde in diesem Kontext, einfach mehr Formate, die von Lanz und Precht einfach moderiert werden. Also gerne auch mal so WM. Mhm, sehr gut. Also so Lanzi wird das völlig wegmoderieren und Richard David Precht würde, der wäre einfach so die übersteigerte Form eines Günther Netzers. Ja, richtig. Also würde auch die ganze Zeit eigentlich immer einem das Gefühl geben, als Zuschauer, dass man sich schlecht fühlen muss, weil man das Ganze jetzt schaut. Ja, ne? Sowieso. Ja, genau. Und dann, oder auch so Lanz und Precht moderieren, dann weiß ich nicht, irgendwie so eine Royal Wedding oder so. Ja, auch schön. Ja, einfach nur, weil die versehentlich mit dem ZDF, also als Nebenklausel ihres Podcast-Vertrags, ja, haben die auch so einen Vertrag mitgeschrieben, der die jetzt total fesselt. Ja, die müssen jetzt einfach jedes Format damit das wieder rechnen. Ja, ja. Aber das war, pass auf, den Podcast gibt es ja jetzt ungefähr ein Jahr demnächst, glaube ich. Ja. Und dieser Zusatz im Vertrag gilt aber erst ab Vertragsmonat 13. Ja? Ja. Also die ersten 12 Monate war es kein Problem, demnächst wird diese Klausel fällig und dann müssen die alles wegmoderieren, alles. Ja. Ja. Und da haben sie natürlich jetzt nicht mit dieser Offensive gerechnet. Ne? Na, okay. Maxi, lass uns weitergehen. Wir haben noch ein bisschen was auf der Agenda, nämlich schauen wir jetzt nach Malle. Ne? Es ist mal wieder soweit. Ja. Die große Malle-Saison ist eröffnet. Du weißt ja, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht waren schon da. Wir wurden mehrfach angefragt, haben aber natürlich dankend abgelehnt. Und jetzt waren eben auch Münsteraner Kegelbrüder vor Ort. Mhm. Und beim Thema Münsteraner Kegelbrüder muss man ja sagen, du hast da ja auch eine gewisse Legacy, du hast eine gewisse Expertise. Ich ja auch. Ich war ja selbst mal Sportkegler. Mhm. Du weißt, da geht's hin und wieder mal ein bisschen rauer zu. Und jetzt war es so gewesen, dieser Münsteraner Kegeltrupp ist da auf Mallorca aufgeschlagen. Ich glaube, man ist gut gelaunt angereist und hatte dort jetzt eine Bleibe für alle Leute zusammen. Ich weiß gar nicht, so 10 Leute oder so, nur 10 Herren. Mhm. Und viele von diesen Münsteraner Kegelbrüdern waren scheinbar auch Raucher. Und jetzt war es so, die haben sich dann so nach ihrer Ankunft oben erstmal schön auf die Terrasse das ein oder andere Bierchen reingestellt, die ein oder andere sogenannte Ziese durchgezogen. Ne? Und als sie dann mit ihren Zigaretten fertig waren, haben sie dann immer nach unten geschnippt. Es war nur scheinbar Folgendes. Angeblich. Angeblich. Mutmaßlich. So. Mutmaßlich. Und jetzt war es scheinbar so, es befand sich unter ihrer Bleibe ein Etablissement, man kann sagen, ein Liebeshaus. Mit dem Namen Why Not. Wirklich jetzt? Ja.
Ein gerade erst neu gestalteter Puff, der demnächst eröffnen sollte, mit einem aber scheinbar leicht entflammbaren Dach. Ich weiß gar nicht, aus Bambus oder so. Ja, irgendwie so. So, und jetzt, wie gesagt, irgendwann vielleicht die Sicht dieser Münsteraner Kegelbrüder auch leicht verklärt, ob des Bieres. Man hat weiterhin die Zigarettenkippen draufgeschnippt und irgendwann, es kokelte ein bisschen, ein Feuer entstand. Ja, Ende vom Lied, der Laden abgebrannt. Aber jetzt das Pikante an der Story. Ein Großteil dieser Leute, ja, von diesen Münsteraner Kegelbrüdern, sind jetzt halt auch gleichzeitig noch Feuerwehrleute. Und das ist natürlich ungünstig, muss man sagen, oder? Ja, vor allen Dingen Ausgang der Sache ist, die sitzen jetzt erstmal alle in Untersuchungshaft schon seit längerer Zeit und denen drohen halt irgendwie auch möglicherweise mehrere Jahre Haft. Ja, das ist natürlich alles in allem eher blöd gelaufen. Das ist übrigens die deutsche Version von Hangover, glaube ich. Ja, das ist wirklich. Du fährst nach Malle und fackelst einen Puff ab und sitzt dann im Knast. Ja. Und wirklich richtig traurige. Ja, ist auch so eine richtig traurige Low-Budget-Produktion. Ja. Ja, und irgendwie auch so, es fehlt irgendwie auch die Pointe, oder? Ja, also wie gesagt, für mich war zumindest so eine Teilpointe, dass die jetzt auch noch Feuerwehrleute sind. Ja, die glaube ich, weil, ja. Die nicht Feuerwehrleute sind, arbeiten, glaube ich, in der Münsteraner Stadtverwaltung. Was jetzt dazu führt, ja. die war ja, scheinbar eh nicht. Gar nicht mehr, liegt lahm jetzt. Wirklich, war eh nicht bekannt als die allerschnellste, jetzt endgültig lahmgelegt. Ja. Hm? Danke, Spale. Ja, ich sag mal so, ne? Ja, das ist mein Kommentar dazu. Dein Kommentar dazu. Ja, also wirklich blöd gelaufen. Da würde ich aber jetzt auch nicht sagen, wir hatten ja mal die Kategorie, kann ja mal passieren. Würde ich jetzt da eigentlich nicht sagen. Nee. Dass das mal passieren kann. Also, das ist auch eher aus der Kategorie wirklich so Verlierer der Bildkategorie sind das. Der Verlierer der Woche. Ne? Verlierer der Woche. Aber muss man auch irgendwie sagen, auch irgendwie ein bisschen doof und auch irgendwie, also das könnte natürlich auch eine neue, das könnte auch so eine neue Kulturoffensive natürlich sein. Also es wird ja seit Jahren darüber gesprochen, wie kriegt man Arenal halt irgendwie befreit von diesen Kegelclubs und von diesen ganzen Partykolonnen und so. Vielleicht war das jetzt, vielleicht hat das jetzt auch einfach Mallorca selber inszeniert, haben diesen Puff angezündet, der gehört ja einer Deutschen. Haben die gesagt, ist es eine Deutsche oder ein Deutsche? Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, Alice ist die Deutsche. Ah, ja. So, zu sagen, so, wir kriegen erstmal hier einen deutschen Puff weg und gleichzeitig auch noch so einen aseligen Kegelclub weggesperrt. Sozusagen für die Mallorquiner eine Win-Win-Situation. Und das, wenn du jetzt darüber nachdenkst, dass du sagst, ich wollte nur Bier saufen auf Malle und ende erstmal mit einer 10-jährigen Haftstrafe, dann überlegen sich das die Malle-Fahrer und sagen, dann lieber nicht mehr dahin. Also ist das jetzt vielleicht schon die sogenannte Kulturoffensive. Kulturoffensive, da sind wir natürlich. Kulturrevolution sprechen. Obacht, da sind wir natürlich hier knietief mal wieder in politischer Satire mit Netz und doppeltem Boden. Das zum einen, zum anderen natürlich in verschwörungstheoretischen Erzählungen, so, ja. Wie Xavier Naidoo sagen würde. Ja, kann er sich ja immer nachher noch für entschuldigen. Das Thema ist, das waren jetzt aus unserer Sicht, das kann man schon so sagen, die Verlierer der Woche. Ne? Aber damit wir hier auch gut aus der Panorama-Kategorie aussteigen, habe ich uns noch einen Gewinner der Woche mitgebracht. Und zwar gekürt von Bild am 23.05. Ne? Das war ja auch diese Woche. Und zwar Formel-1-Pilot Valtteri Bottas, ja, hat 5000 Fotos von seinem nackten Hintern für soziale Zwecke versteigert. 50.000 Euro kamen zusammen und Bottas lachte. Es fühlt sich etwas seltsam an. Ich habe schon Fotos von Leuten gesehen, die sich das Bild in der Küche aufgehängt haben. Bild meint dazu imposant. Ja, also. Ja, ich finde es spannend. Das ist auch eine weitere Sache, wo ich nicht unbedingt daran glaubte, das Kommen gesehen zu haben, oder? Dass jetzt Bottas da seinen Hintern versteigert. Also zumindest Fotos davon. Bottas Bottom.
Bottas Bottom für 50.000 Euro. Ja, aber mehr 5.000 Mal, ne? 5.000 Mal, richtig. Oh. Ja. Nee, ich habe es so verstanden, er hat den 5.000 Mal fotografiert, hat das dann auf ein Bild gebracht. Das schon, also das hat schon ein bisschen was Wahnsinniges, oder? Ja, ich weiß nicht so genau. Wie oft hast du schon deinen Hintern fotografiert? Also ich zähle mal kurz nach. Vor allem, es ist aber der nackte so, Hintern auch. Also wenn, ne? wenn ich so hoch, also wenn ich wirklich mal so überschlage, komme ja. Also null. Ja, ist bei mir ähnlich. Ja. Ist bei mir in der Tat ähnlich. Und wenn man aber jetzt, also jetzt so 5.000 Mal, das passiert nicht zufällig, ne? Dass wir jetzt sagen, huch, jetzt habe ich mir 5.000 Mal meinen nackten Hintern fotografiert. Was mache ich damit? Ach, versteigern. Ja. Ne? Das ist schon eine sehr geplante, konzertierte Aktion. Wenn man jetzt allein überlegt, wenn man jeden Tag ein Bild machen würde, wie lange müsste man denn dann warten? 10 Jahre. Mehr noch. 13,7 Jahre müsste man dann warten. Ja. Also, ne? Und der Mann ist 32. Heißt, dann hat er irgendwie auch, weiß ich nicht. Angefangen, da müssen Kinderbilder dabei sein. Wir hoffen mal, er hat mehr als ein Bild pro Tag gemacht. The Evolution of an Ass. Ja. Ja, ja. Naja, vielleicht biete ich doch nochmal mit. Egal. Ja. Sei es drum. Max, ich würde sagen, ja, an der Stelle springen wir rüber. Wir haben nämlich heute noch einen sehr interessanten Interviewgast für eine neue Kategorie, wo wir euch auch so politisch so ein bisschen aufschauen wollen. Und deswegen sage ich, Ende aus Panoramazeit und rüber geht's in unsere neue Kategorie. Talk. Meinung. Bildung. Bildung. Bürgerfernsehen. Berlin. Landtagswahl. Deutschland. Das politische Tête-à-Tête. Ja, herzlich willkommen hier in unserer neuen Kategorie, wo wir es uns zur Aufgabe gemacht haben, euch politisch noch ein bisschen mehr als sonst aufzuschlauen. Und wir haben heute die große Ehre, denn wir sind nicht allein. Wir haben einen Gast und er ist waschechter Bundestagsabgeordneter. Denn heute bei uns zu Gast ist Klaus-Peter Wiltsch. Er ist Abgeordneter für den Wahlkreis Rheingau-Taunus-Limburg. Und schon im Bundestag seit 1998 für die CDU. Und wir freuen uns sehr und sagen, ja, herzlich willkommen, Klaus-Peter. Ja, hallo jetzt wo. Freut mich, dass wir das zusammen machen hier. Ja, die Freude ist ganz unsererseits. Und vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz erklären, wie jetzt überhaupt dieses Zusammenkommen auch zustande gekommen ist. Denn wir hatten vor einigen Folgen mal gesprochen über Parlamentariergruppen und parlamentarische Freundeskreise. Und da haben wir dann festgestellt, es gibt doch den einen oder anderen Exoten darunter, unter anderem eben den parlamentarischen Freundeskreis Berlin-Taipeh. Und Klaus-Peter, da bist du ja Mitglied. Vielleicht kannst du uns vorweg nochmal kurz erklären, worum geht's da? Geht's da um gemeinsame Interessen für ein bestimmtes Land? Gibt's da um Urlaubsorte, um kulinarische Interessen oder ist es wirklich sehr stark politisch fundiert? Wir kannten das Ganze nicht. Vielleicht kannst du unsere Hörerinnen und Hörer ja da kurz nochmal mitnehmen. Ja, das geht. Gibt so und so. Wir haben insgesamt 47 dieser Gruppen, binational oder multinational. Also das heißt mit größeren oder bedeutenden Außenpartnern, Österreich, Deutschland, Frankreich, Deutschland, USA, haben wir bilaterale und dann wird teilweise zu Räumen zusammengefasst, nördliches Afrika, östliches, westliches, südliches und so weiter. Und der eigentliche Zweck dabei ist, dass neben der offiziellen Außenpolitik, die das Auswärtige Amt macht, und die eben insofern stark exekutiv getrieben ist, also regierungsseitig, es auch eine Kooperation zwischen den Parlamenten gibt. Dann haben wir solche und solche Parlamente. Es gibt Parlamente, die heißen so, aber da hat das Volk nicht viel zu sagen, wer da drin sitzt. Und es gibt Parlamente, die vollwertig so wie unseres, also wo man gewählt oder abgewählt werden kann und all das und es verschiedene Parteien gibt, sind. Und das ist halt ein bisschen unterschiedlich in der Welt. Warum suchen sich die Leute bestimmte Gruppen aus? Da gibt es natürlich auch das Motiv touristisch oder kulinarisch, ist da gar keine Frage. Mhm. Jeder Abgeordnete darf sich für drei Gruppen entscheiden. Sehr häufig ist das da aber getrieben von irgendwelchen
Vorprägungen oder Neigungen. Es gibt welche, die waren beruflich, ein Beispiel fällt mir gerade ein, lange in Kanada, und die sind dann natürlich in die deutsch-kanadische Gruppe reingegangen und haben. Oder es gibt welche, die von anderer Vorbeschäftigung schon Kontakte in gewissen Raum haben und sagen, okay, da knüpfe ich dran an und nutze mein Netzwerk, was ich schon zivil aufgebaut habe, in Anführungszeichen jetzt auch für die parlamentarische Arbeit. Generell der Sinn dieser Gruppen ist in der Tat, dass neben der offiziellen Regierungszusammenarbeit auch die Parlamente miteinander verkehren, um voneinander zu lernen, zu wissen, wie macht ihr das? Können wir was mitnehmen von euch, umgekehrt genauso eben im besten Sinne des Wortes Erfahrungsaustausch. Das ist vor allen Dingen ganz nützlich auch in Ländern, wo das mit der Demokratie noch nicht so ernst ist. Da gibt es Sinn, manchmal, wenn die wechselt, ist gar kein Ansprechpartner mehr da, weil alle ausgetauscht sind. Und das ist dann das Hilfreichste, wenn eine Parlamentariergruppe noch auch zu denen, die dann neu übernommen haben, vielleicht schon Kontakt hat aus dieser Zeit. Und wie war es bei dir ganz konkret? Also Taipei, Hauptstadt von Taiwan, hattest du da irgendwie gewisse Vorprägungen? Warst du öfter da oder wie kam es dann zu der Wahl? Also mich hat politisch sehr getrieben, als ich anfing, politisch tätig zu sein, das Thema deutsche Teilung. Und dadurch sind automatisch Länder, wo auch diese Frage, gehören die zusammen oder nicht, Korea, oder eben auch Taiwan in den Blick. Und dann fand ich das schon immer faszinierend, dass dieses kleine Taiwan, 23 Millionen Einwohner, technologisch Spitze, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, alles, was man sich wünscht, ein Leuchtturm an Rechtsstaatlichkeit dort in diesem Raum, dass die sich behaupten gegen diese Gelüste der Rotchinesen, die ja ständig übernehmen. Und deshalb war ich froh, als ich die Gelegenheit hatte, ich habe das jetzt nicht angestrebt, sondern es war eine Gelegenheit, diese Gruppe zu übernehmen, und mache das seitdem mit großem Engagement. Diese Verteilung der Gruppen erfolgt wie die Ausschussverteilung. Da geht es nach der Größe der Fraktionen. Wir haben so und so viele Gruppen, da wird ausgerechnet nach Hare Niemeyer oder irgendeinem Verteilungsverfahren. Damit kriegt die SPD so und so viel Vorsitze, die CDU so und so viel, FDP, AfD, alle dann nacheinander. Und da ist bei uns für Taiwan zugegriffen worden vor 8 Jahren oder 9 Jahren. Und jetzt habe ich aber bewusst angestrebt, das wieder zu kriegen, oder wieder geklappt. Also diese AMS die Woche. Die erste Sitzung von der Gruppe. Die konstituieren sich mal als letztes erst in die Fachausstellung, also was, und dann kommen die Landesgruppen. Verstehe, verstehe. Und wie ist das? Also finden dann tatsächlich irgendwie auch Vor-Ort-Treffen oder so statt? Ja. Also ihr reist dann auch tatsächlich mit der Delegation dann mal nach Taiwan und andersrum? Ja, einmal pro Legislaturperiode ist so die Regel, der Regelwert. Geht Reise hin, und auch ein Gegenbesuch ist möglich. Wobei das sich unterscheidet wirklich von Land zu Land. Das hängt, in Taiwan sage ich gleich nochmal was Besonderes zu, weil das ein bisschen anders noch ist. Aber diese Möglichkeit, einmal pro Legislatur dann auch den Austausch auf Ebene der Parlamentariergruppe zu pflegen, ist ausdrücklich vorgesehen und wird auch hochgenommen natürlich. Das sind dann Delegationsreisen, wie sie auch die Ausschüsse machen, wie definiert ist, was weiß ich, 7 Leute oder 8 Leute, die fahren dürfen, und das müssen die Fraktionen eben dann intern auswählen, wer darf, nach ihren Kriterien, wie sie sowas machen. Und das ist dann mal wieder so eine Auffrischungsrunde für die, die neu reingekommen sind, oder für die Alten, die länger nicht mehr dort waren. Und dann ist das natürlich etwas, was erst die Gruppe zum Leben erweckt. Denn der Austausch bedeutet, man kommt zusammen. Das wollen wir ja nicht völlig vergessen, auch wenn das in den letzten 2 Jahren ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Absolut. Jetzt, ich wollte gerade schon fragen, jetzt ist ja das Thema Taiwan nicht immer ein einfaches Thema. Du hast es gerade schon angesprochen. Da gibt es immer auch die Bestrebung von China zu sagen, es gibt hier eine Ein-Staaten-Regel. Jetzt hast du gesagt, ihr habt eure erste Sitzung. Was sind denn so die Hauptthemen, die ihr so auf der Agenda stehen habt aktuell? Das große Thema, was du schon angesprochen hast, nämlich Ein-China-Politik.
versuchen wir eigentlich zu vermeiden. Das sind einfach Fakten, die da sind und die Probleme nach sich ziehen, an denen wir dann arbeiten wollen. Ein konkretes Beispiel. Gerade war die World Health Assembly in Genf, also die WHO, diese Weltgesundheitsorganisation, hat einmal im Jahr so eine Generalversammlung, so ein Treffen, wo es ganz klug wäre, die Taiwaner dabei zu haben, denn die haben eine ziemlich intelligente Eindämmungspolitik in Sachen Corona gemacht. Hm. Aber was den Kommunisten in Peking nicht gefällt, die ja immer sagen, das ist Teil von uns, obwohl das nie unter kommunistischer Regierung zusammengehörte. Die sagen dann, nein, die waren nicht zugelassen, weil es ist ja kein UN-Mitglied und kein vollwertiges Mitglied der Staatengemeinschaft und deshalb dürfen die auch nicht dort dabei sein. Das war auch schon mal anders. Das ist immer so ein bisschen tagesabhängig, wie empfindlich da die gerade sind. Vor Jahren durften die mit so einem Beobachterstatus teilnehmen. Was klug wäre für die Weltgemeinschaft, wenn sie das können, beizutragen haben. Aber jetzt momentan ist wieder auf stur geschaltet in Peking und die sagen, sobald da was passiert, gibt es Sanktionen und was bei Androhungen und Einbestellung von Botschaften und all so ein Kram, weil die das eben als Einmischung dann in innere Angelegenheiten deklarieren. Dürft ihr denn als parlamentarischer Freundeskreis, vor allen Dingen auch noch als Freundeskreis, dürft ihr denn noch nach China reisen überhaupt? Ich war auch das letzte Mal 99 in Rot-China. Volksrepublik nenne ich immer noch aus. Ich weiß, dass es Einzelne gibt, aber mehr von den Menschenrechtspolitikern, die inzwischen da mit Einreise oder als unerwünschte Person erklärt worden sind. Ich hatte noch nie irgendwelche Auswirkungen. Ich hatte sogar, da war ich schon Vorsitzender dieser Gruppe, mal den damaligen chinesischen Botschafter der Volksrepublik in meinem Wahlkreis zu Gast. Das hat überhaupt keine Probleme gemacht. Zugespitzt hatte ich das Ganze ein bisschen, seit die in Taiwan mit der Frau Tsai eine Präsidentin gewählt oder wiedergewählt haben, die von Peking aus sehr kritisch betrachtet wird und deshalb immer wieder an der Schraube jetzt. Mhm. Verstanden. Heißt also, bei neuerlichen Einreisen, da könnte die Sache wieder anders ausschauen. Ja, muss man mal schauen, wenn wir das nächste Mal probieren. Das kann man ja nie auf Vorrat machen, das können die ja jeden Tag, die tagesaktuell entscheiden. Und da muss man halt dann gucken, wie es ist, wenn man dann mal hin will. Jetzt vielleicht mal irgendwie auf die anderen Parlamentariergruppen geschaut. Also wie gesagt, im ersten Moment wirkte jetzt so Berlin-Taipeh schon relativ exotisch. Was würdest du sagen, gibt es da andere, wo du selbst aus deiner Warte sagst, oh ja, das ist ja wirklich jetzt mal ein richtig krasser Exot. Also weiß ich nicht, wo es wirklich ein sehr kleines Land ist, mit dem man dann zusammenarbeitet, wo dann auch bei den Besuchen vielleicht man sich erstmal sehr stark finden muss. Gibt es da irgendwie vielleicht noch so ein oder zwei, wo du sagst, das sind hier vielleicht die Oberexoten? Ja, schwierig ist natürlich, dass bei allen Ländern, wo es eigentlich kein richtiges Parlament gibt, sondern nur so eine Farce von Parlament, ja. Da muss man ja auch, man muss ja sagen, die Würde unseres Parlaments wahren. Man kann ja nicht einfach mit so vorgeschobenen Pappkameraden dann da auf Augenhöhe sprechen, sondern da muss sie auch schon spüren lassen, dass sie ja, naja, eigentlich, sie heißen zwar so, aber sie sind nicht so richtig Volksvertreter, wie wir das sind. Ne? Das diplomatisch. Ein etwas loser Zusammenschluss, ja. Das diplomatisch hinzuwägen und höflich genug, dass man nicht sofort das Land verlassen muss, ist nicht ganz einfach. Also, wir haben eine deutsch-chinesische Parlamentariergruppe, die sich also um die Volksrepublik kümmert. Also, mit der Volkskongress war noch ein bisschen größer als der Bundestag, aber mit demokratischer Wahl hatte alles nichts zu tun. Und insofern ist sowas halt immer etwas schwierig, ja. Ich hatte auch mal, wo war ich in Armenien, da gab es damals so einen Putsch, also einen kleinen Aufstand. Das sind dann, als ich nächstes Mal hingereist bin, die größere Zahl derer, die ich da kannte, nicht mehr gelebt, weil die da bei diesem Putsch. Oh, okay. Es gibt also ungewöhnliche Vorgänge. Bist du neben dem parlamentarischen Freundeskreis auch noch in einer anderen Parlamentariergruppe? Ja, in der deutsch-kroatischen und in der deutsch-ozeanischen
ist Neuseeland, mhm. Australien. Wobei die deutsch-kroatische, da habe ich einen besonders engen Bezug dazu, weil die deutsch-kroatische Parlamentarierkommission gegründet habe. Okay. 2013, da gab es nur so einen Einzelbeauftragten. Das ist ein Konstrukt, mit dem man sich behilft, wenn sich sozusagen unterjährig oder innerhalb der Legislaturperiode was tut. Aus Budgetgründen, Haushaltsgründen wird immer zu Beginn der Legislatur gesagt, die Gruppen sind es und sonst gibt es keine, damit wir alle planen können. Wer darf denn Reisen machen und wie viele können wir machen, damit das Budget reicht. Und nun gibt es manchmal eben Staatsgründungen, die oder Entwicklungen, die nicht nur unseren Wahltermin folgen. Das war in Kroatien der Fall, die sich ja damals für unabhängig erklärt haben und dann von den Serben überfallen wurden. Milosevic. Und um eine Anerkennung oder eine Sichtbarkeit darzustellen, hat man dann gesagt, okay, wir können jetzt nicht auf die Schnelle eine Gruppe einrichten, sondern machen nur so den Auftrag der, mit diesem Parlament, der, die, mit der mit dem Parlament in Zagreb, die Zusammenarbeit pflegt. Und das habe ich dann irgendwann hingekriegt, dass das eine vollwertige Parlamentariergruppe wurde. Die ist dann aber irgendwann bei diesem Zugriffsverfahren bei der neuen Legislaturperiode verloren gegangen, weil eine andere Fraktion, ich glaube neun, hat die FDP den dann gegriffen. Und da bin ich dann eben nur noch als Stellvertreter drin. Aber da habe ich sehr Kontakte und Bindungen hin in auch verschiedene Parteien. Das ist wirklich eine tolle Sache gewesen. Mit Neuseeland, Ozeanien, das hängt letztlich damit zusammen, dass ich den neuseeländischen Botschafter mal irgendwo kennenlernte und der auch zu mir in den Wahlkreis kam, um vor Ländlern zu berichten, was für Optionen und für Chancen in Neuseeland für deutschen Mittelstand sind. Und dadurch ist eine Bindung entstanden. Und ich denke, da bleibst du mal dabei. Wo du das jetzt gerade schon erwähnt hast, den Wahlkreis und die vor Jahren gegründete Parlamentariergruppe. Du bist schon lange im politischen Geschäft. Wenn ich richtig nachgelesen habe, mit 17 in die Junge Union eingetreten und mit 18 dann auch schon direkt in die CDU eingetreten und seitdem dort auch geblieben, heute ja auch für die CDU unterwegs. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, ja Wahnsinn, so eine lange berufliche Karriere als Konservativer. Und jetzt hat man ja in der Vergangenheit oft gesehen, viele Liberale und Sozialdemokraten haben einmal den Turnaround geschafft. Ne? Nehmen wir einen Otto Schily, einen Helmut Schmidt, einen Gerhard Schröder, die als sehr sozialdemokratische Liberale angefangen sind und am Ende irgendwie konservative Hardliner geworden sind. Und umgekehrt sieht es man auch bei den Konservativen, ja, nehmen wir Angela Merkel, die am Ende irgendwie sich mehr angefühlt hat wie eine sozialdemokratische Kanzlerin, als dass sie sich angefühlt hat wie eine konservative Kanzlerin. Gibt es da auch noch Chancen bei dir jetzt so auf die letzten Jahre in der Politik, dass da noch mal der Wandel kommt und sagt so, keine konservative Politik mehr, jetzt mache ich hier sozialdemokratisch-liberale Politik? Nein, das ist ausgeschlossen. Aber ist das denn noch angesagt? Also im Jahr 2022 kommt man da mit konservativer Politik überhaupt noch an, auch im Wahlkreis? Ja, also ich, das war im letzten, bei der letzten Wahl war es überall schwierig, weil wir falsche Kandidaten hatten und völlig profillos waren und kräftig auf die Mütze gekriegt haben. Da kriegst du auch immer deinen Teil ab im Wahlkreis von. Das kannst du gar nicht vermeiden. Fragen Sie mal den Thomas Kutschaty. Ja. Alle davon, ständig den Finger da hochzuhalten und zu gucken, wo der Wind herkommt. Sondern wenn man feste Überzeugung hat, und die momentan vielleicht nicht so trendy sind, da muss man halt für kämpfen, dass sie trendy werden. Da muss man mehr Überzeugungsarbeit leisten und erklären, warum man diese Position hat, warum man es für richtig hält. Aber ich meine, es ist ja auch so, wir haben doch genug, die da
Mainstream rumsurfen, da muss ich das nicht auch noch machen, oder? Ja, ey, das stimmt natürlich. Und wie gesagt, und manchmal hat das ja auch was, so ein schlechter Kandidat kann ja manchmal auch was Positives haben. Vielleicht ist ja aus der Asche von Armin Laschet der nächste Kanzlerkandidat mit Hendrik Wüst hervorgegangen. Also so ist es ja manchmal, ne? So kann das ja auch passieren. Jetzt hat mir das gerade schon aber, gesagt. Aber vielleicht, ja. Genau, um da vielleicht einmal kurz auch, ja, sorry. Schlechter Kandidat nicht zu eigen machen, ne? Das wollte ich nochmal. Ja, das stimmt natürlich. Ne, aber ich sag mal, konservative Werte trendy machen, ja, da ist mir ja jetzt zuletzt auf TikTok ein Kollege von dir aufgefallen. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Uwe Dorendorf. Ich glaube, sitzt im Niedersächsischen Landtag und er ist, glaube ich, sehr auch klar formuliert, konservativer, ist so in etwa dein Jahrgang und der mischt gerade bei TikTok ordentlich auf. Ich weiß nicht, ist der dir schon mal begegnet eventuell? Nein, das würde ich aber natürlich zum Anlass nehmen, mir das mal anzuschauen. Ja, also in der Tat, ich hätte auch nicht gedacht, dass das jetzt unbedingt bei so einer jungen Zielgruppe so gut ankommt, aber der ist da auch sehr unverblümt und nutzt irgendwie diese Plattform für sich und kriegt da auf jeden Fall sehr viel gutes Feedback. Das wäre nämlich meine nächste Frage dann auch gewesen, ob das jetzt vielleicht auch für dich ein Weg sein könnte. Ne? Also wenn du sagst, okay, so jetzt der Weg Richtung Sozialdemokratie oder auch liberale Politik, den will ich jetzt vielleicht nicht einschlagen, aber vielleicht besinne ich mich weiterhin auf dieses Konservative, aber nutze dafür neue Kanäle. Ja, also das ist ja vielleicht auch spannend. Ich weiß nicht, so Facebook, Instagram, TikTok, ist das was, beschäftigst du dich damit? Also ich nutze Facebook, aber also mehr, nicht zu kommunizieren, das ist ja auch jetzt nicht ganz so interaktiv wie Instagram oder TikTok. Es ist einfach ein zusätzlicher Kanal. Die Heimatpresse, die ist ja monopolisiert, das ist meistens nur noch ein Blatt, was es da gibt, was möglicherweise noch mit zwei unterschiedlichen Aufmachungen rauskommt, aber in Wirklichkeit gibt es da eine Redaktion und da ist ein Redakteur und wenn er dich mag, schreibt er, wenn er dich nicht mag, schreibt er nicht. Also das ist viel schlimmer, monopolisiert eigentlich die Lokalberichterstattung, als das in dem großen Bereich ist, mit nationalen Medien. So, und dann habe ich einfach, weiß nicht, wie viele Leute mir da folgen, Tausend hier im Wahlkreis mit Facebook zusätzlichen Kommunikationskanal aufgebaut, wo ich gucke, reagiert wird auf Themen, aber ich nutze das nicht für Kommunikation, das macht mich fertig, das ist viel zu viel, frisst viel zu viel Zeit und dann hast du sofort wieder irgendeinen Shitstorm losgetreten, also das ist nicht mein Ding. Dann lieber die Schützenfeste und Weinfeste. Das ist dann eher das Social Medium. Wir haben ja bewährte Social Media, die heißt Weinfest. Kirmes. Festival heißt sie Kirmes. Mit 100.000. Ja. Richtig. Jetzt hätte ich noch eine abschließende Frage, weil bei der nächsten Bundestagswahl offiziell bist du da im Rentenalter. Und jetzt sieht man, oder? Also. Ist es dann 65, 67? Also man zumindest hätte man die Möglichkeit zu sagen, ich könnte in Rente gehen. Ja. Ja, jetzt, sorry. Jetzt die Kanzlerin, ja, aus deiner Partei, die hat ja wirklich gesagt, so, Rentenalter, ab die Post, egal, ich hätte ja nochmal wiedergewählt werden können, aber ich gehe jetzt in Rente. Der andere, der jetzige Kanzler, Olaf Scholz, der fängt ja mehr oder weniger erst im Rentenalter richtig an. Der wird jetzt erst Bundeskanzler. Und jetzt hat man ja auch immer das Gefühl, gerade vielleicht auch die jüngeren Leute, die Politik, da sitzen nur noch, ich sag jetzt mal, ohne Gemeinde, nur noch alte Säcke rum, die jetzt über uns bestimmen. Was würdest du denn sagen? So, wann sollten denn Politiker und Politikerinnen in Rente gehen? So, sollten die sich auch daran halten oder ist es auch so Konrad Adenauer mäßig zu sagen, komm mit 80, ich mach's nochmal, oder Joe Biden in den USA, wo man manchmal denkt so, ob das alles so richtig noch ist? Also, wie sieht das für dich aus oder wie hast du das für dich entschieden? Sagst du, komm, ich mache so lange, wie ich Lust habe und kann, oder sagst du irgendwann, komm, jetzt ist auch gut gewesen, ich habe das jetzt 50 Jahre gemacht, jetzt können auch mal andere. Ja, ich sage dazu schon seit Jahren, dass ich das mache, solange ich glaube, dass ich damit was bewirken kann, solange ich die Familie mich da mitträgt und ich die Unterstützung der Basis und der Wähler habe.
Das gilt eigentlich fort. Ich habe in der Tat noch überhaupt nichts entschieden für in 3 Jahren oder 4 Jahren ja fast oder 3,5. Ich halte nichts davon, das schematisch zu beantworten. Also wenn es gibt Leute, die haben in hohem Alter noch einen sehr hohen Wert im Parlament, auch in der Öffentlichkeit, hohe Glaubwürdigkeit, alles Mögliche. Es gibt welche, die sind mit 30 schon wie Greise. Also das hat etwas mit dem Alter zu tun. Etwas, was Alter mit sich bringen kann, üblicherweise ist wesentlich mehr Erfahrung. Und das merke ich jetzt so langsam auch schon bei mir. Klar, jetzt nehmen wir mal die Situation, wo wir jetzt in die Opposition gekommen sind. Die meisten, die da um mich rumsaßen in der CDU-CSU-Fraktion, die kannten das gar nicht. Ich war seit 98 dabei. Ich habe schon mal erlebt, wie das so ist, wenn dann auf einmal die Minister rumlaufen, haben kein Auto mehr und die früheren Minister haben kein Auto mehr und keinen, der die Akte hinterher trägt und so. Das sind diese schmerzhaften Begleiterscheinungen von Machtverlust. Und das hat sich ja alles so wiederholt. Die mussten dann alle irgendwie noch was werden, Sprecher oder Ausschussvorsitzender oder so. Und das gibt dann ein Stück Gelassenheit und Zufriedenheit, wenn man das eben schon Situationen einschätzen kann, weil man es einfach schon mal gesehen hat und da die Chance hat, wenn man länger dabei ist, sehr viel größer. Aber es gibt in meinen Augen wirklich gar keinen Patentrezept. Selbst die mal Patentrezepte hatten, erinnere ich dran, als die Grünen gegründet wurden, gab es ja eine strikte Trennung von Amt und Mandat. Und ganz zu Beginn die Rotation. Die haben also 4 Jahre für 4 Jahre gewählt, mussten nach 2 Jahren ausscheiden und an einen anderen übergeben. Meistens haben die sich dann gegenseitig eingestellt, damit die nicht ins Nichts fallen. Dann war erst der eine Assistent vom Abgeordneten, dann haben die Rollen gewechselt, so, sozusagen. Das ist auch, also man braucht schon ein bisschen Zeit, um mit dem relativ kleinen Mitarbeiterstamm, den man hat als deutscher Abgeordneter, überhaupt das Thema Kontrolle der Regierung wirksam erledigen zu können. Man braucht ein bisschen Erfahrung, zu wissen, wo man dann nachbohren muss und die schwachen Stellen dann zu erkennen, wenn versucht wird, was jede Verwaltung macht, die Aufsicht in Anführungszeichen hinzuhalten und nicht so genau zu informieren und so. Da ist das ganz gut, wenn man ein bisschen länger dabei ist. Es gibt da welche, die übertreiben es wahrscheinlich. Ich hoffe, ich zähle nicht dazu, aber das müssen bitte entscheiden und nicht ich, glaube ich. Wollte ich gerade sagen, das entscheidet ja am Ende dann der demokratische Prozess. Aber vielleicht ist man ja auch irgendwann, sagt man auch, also wird man als Politiker oder Politikerin dann vielleicht auch irgendwann Politik verdrossen und sagt so, boah, mit euch in Berlin, da habe ich jetzt gar keinen Bock mehr. Dann also sozusagen, ich mache jetzt irgendwie, du warst ja auch mal Bürgermeister, zu sagen, da mache ich lieber Bürgermeister oder gehe in den Landtag oder mal irgendwie sowas, weil ihr sagt so, komm Berlin, das ist auch alles nervig, die sind alle so hip da und kein Bock mehr auf Berlin. Ja, das gibt schon so Momente, das ist gar keine Frage. Aber ich finde einen ganz wichtigen Punkt, den ich ja immer wieder einbringen kann, das erzähle ich auch häufig zu Hause und auch in Berlin, da wird zu viel aus der Großstadtblase herausgedacht, in dem ganzen politischen Prozess in Berlin. Das war da leben ja alle so, da leben die Journalisten so, die berichten darüber, dann die ganzen Ministerialen und die im Umfeld sind, die Hauptamtlichen bei den Parteien und so, bei den Fraktionen, die leben da alle irgendwo in diesem Berlin oder in dem Speckgürtel drumherum, haben alle 10 Minuten eine S-Bahn und also alles Mögliche, was man so in einer Metropole eben hat, keine Probleme mit Nahversorgung und. WLAN funktioniert, die LTE läuft überall. So, und der Großteil der Deutschen lebt aber, das sind über 60%, in so Einheiten, wie ich sie in meinem Wahlkreis habe. Bei mir ist die größte Stadt 36.000 Einwohner und meine Wähler sitzen in 180 Dörfern, die ich versuche einigermaßen ordentlich zu betreuen. Und das ist die Lebenswirklichkeit in Deutschland. Also über 60% der Menschen leben in Einheiten größer, kleiner 50.000. Und die werden bei Weitem nicht hinreichend in den Blick genommen. Man kann eben in kleinen Dörfern bei mir im Wahlkreis, kann man sich abschminken, dass da alle 10 Minuten oder alle halbe Stunde ein Bus oder gar eine U-Bahn fährt. Das geht halt einfach nicht.
kein Mensch vernünftigerweise einrichten wollen und bezahlen. Und diese Leute, die gibt es, die sind die Mehrheit, die müssen zur Arbeit fahren, die müssen ihre Kinder zum Klavier bringen, den Klavierunterricht oder zum Ballett bringen, die müssen alles Mögliche erledigen, nebenher, und sind dafür auf ein Auto angewiesen zum Beispiel. Deshalb ist dieses Bashing Autos, habe ich nie nachvollziehen können, weil das nach meinem Dafürhalten nur was mit Unbetroffenheit zu tun hat. Sonst kommt man nicht auf solche Ideen. Als ein Beispiel mal. Ja. Kommt, und das glaube ich, da habe ich immer wieder noch auch was beizutragen, kann diese Stimme wenigstens erheben. Bin auch nicht so, dass ich jetzt vom Lebensalter und von der Zeit her, dass ich sagen muss, oh, jetzt musst du vorsichtig sein mit dem, was du sagst, weil sonst wirst du morgen abserviert, weil das ist halt so. Ja gut, aber das ist ja schon mal eine gute Grundeinstellung. Da bin ich immer der Meinung, das sollten Politikerinnen und Politiker eh immer haben. Die sollten halt ihre Agenda verfolgen und nicht nur, und du hast es vorhin auch schon gesagt, so sich danach drehen, wie der Wind steht. Das ist schon ganz gut. Und dann halt eben auch zu sagen, ich stehe halt für etwas, und ich glaube, das ist vielleicht auch dann ein Kern, das kann man irgendwann anders mal besprechen, weil das sehr viele Politikerinnen und Politiker machen, sich nach dem Wind drehen und dann sich fragen, warum komme ich denn nicht so richtig an, weil sie halt Angst haben zu sagen, ich habe diese Agenda, die ich verfolge, und die mag richtig oder falsch sein, und wenn sie halt Leute nicht mögen, werde ich halt abgewählt, aber dann habe ich wenigstens es so versucht. Den Ansatz finde ich nicht grundverkehrt. Also man merkt auf jeden Fall, das politische Feuer in dir lodert noch hell, ja, und deswegen, wir gehen einfach jetzt mal aus dem Gespräch raus, denke ich, und gehen eigentlich fest davon aus, dass du auch bei nächsten Bundestagswahlen noch mit dabei bist. Vielleicht ja dann auch schon auf TikTok, ja, wie der Kollege Dorendorf. We will see, ja. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht mit euch. Super. Ganz herzlichen Dank, würde ich auch sagen. Vielen Dank auch. Wir haben ja, ist ja ein Freitag, wo wir aufgenommen haben. Ich sage schon mal, schönes Wochenende. Viel Spaß entweder im heimischen Wahlkreis oder in Berlin, je nachdem, wo es gerade hingeht. Und wir schauen uns das weiter genau an, was da für Politik kommt aus der Union, aus dem Wahlkreis von dir. Und sind gespannt, was wir auch noch hören vom parlamentarischen Freundeskreis Berlin-Taipeh. Jawohl, alles klar. Perfekt. Freundschaft.